Hi, ich glaube, ich werde heute mal nicht so sehr um den heißen Brei herumreden, wie ich das sonst immer tue, und euch gleich mal den aktuellen Stand meiner Kaninchen mitteilen. Den habt ihr nämlich jetzt gerade gesehen. Es sind 50% genau, die noch leben und die anderen 50% nicht mehr leben. Ja, also alle, die ihr jetzt nicht gesehen habt, sind nicht mehr am Leben. So leid es mir jetzt auch tut, ich muss halt jetzt das Beste draus machen. Bevor ich allerdings euch über das jetzige Thema ein paar Informationen gebe, beziehungsweise mit euch einfach drüber reden möchte, habe ich eine Frage. Die Frage lautet, wer bin ich? Beziehungsweise, was bin ich für euch? Bin ich einfach nur ein YouTuber, der halt hin und wieder mal seine Kaninchen filmt und halt auch ab und zu etwas, was man so bauen kann, beziehungsweise was ich baue? Bin ich vielleicht sogar sowas wie ein Vorbild für euch? Bin ich halt jemand, der etwas macht und ihr macht es grundsätzlich auch so? Oder ist es vielleicht so, dass ich nur von irgendetwas berichte und ihr sucht euch dann heraus, ob das Ganze für euch passend ist oder nicht, beziehungsweise ihr das halt für euch auch so annehmt oder halt auch nicht? Ja, diese Frage ging mir nämlich durch den Kopf in der letzten Woche, als ich nicht da war. Täglich habe ich die Meldung meiner Mutter bekommen, die sich in der Woche, wo ich nicht da bin, um meine Kaninchen kümmert, welche Kaninchen verstorben sind. Es sind immer so 2, 3 gewesen. Die gute Nachricht ist, heute, gestern und vorgestern gab es keine neuen Todesopfer. Daher scheint sich die Sachlage zu entspannen. Allerdings hat es mich schon relativ schwer getroffen. Nicht so, dass ich jetzt unbedingt am Weinen bin oder da extrem frustriert und sage, macht alles keinen Sinn, ich höre auf. Nein, so schnell geht es bei mir nicht. Sondern es ist einfach so, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, dass es so kommt, wie es jetzt gekommen ist, da ich ja schon einmal Erfahrung gesammelt habe. Zu der Frage, was ich für euch bin, möchte ich jetzt mal was sagen. Ich kann euch schon mal sagen, was ich nicht bin. Also ich bin nicht studiert, ich bin auch kein Forscher, ich bin weder Professor noch Doktor und beschäftige mich halt wirklich bloß hobbymäßig mit Kaninchen. Und das Ganze erst seit 2014. Zu dieser Zeit habe ich auch angefangen, Videos zu drehen und musste relativ schnell feststellen, dass mein Wissensstand zu der Zeit deutlich unter dem von euch lag. Also die meisten von euch haben mich zurechtgewiesen, die damalige Buchtenhaltung, dass das alles schlecht ist. Ich kannte das nicht anders. Ich kannte das von früher so, von meinen Eltern, die haben das halt auch so gemacht und ich habe es halt gedacht, ich mache es besser, weil ich größere Buchten gebaut habe, als die das damals hatten. Die ganze Sache, wie sich das entwickelt hat, habe ich sozusagen euch zu verdanken. Jetzt bin ich leider auch einer, der sich grundsätzlich nicht so mit den ganzen fachlichen Dingen so extrem auseinandersetzt, weil mir einfach auch die Zeit fehlt. Demzufolge kann ich euch jetzt auch sagen, dass ich keiner bin, der über alles Bescheid weiß. Im Gegenteil, ich weiß eigentlich ja zwar relativ viel mittlerweile, auch durch euch und durch den YouTube-Kanal. Wahrscheinlich weiß ich mehr als die Masse der Kaninchenhalter an Informationen jemals bekommen hat. Allerdings, wenn ihr mir Fragen stellt, ich fühle mich manchmal wie der Dr. Sommer vom Dr. Sommer-Team, falls ihr den kennt, der auch immer so Fragen beantwortet. Dann sage ich ganz oft, ich kann dir keine Antwort dazu geben. Ich kann dir nur meine Meinung mitteilen. Ich kann dir sagen, wie ich darüber denke. Und die kann grundsätzlich von anderen Denkweisen abweichen. Und die wird auch abweichen. Denn nicht jeder hat dieselben Erfahrungen gemacht. Und nicht jeder hat dieselbe Denkweise überhaupt, was Kaninchenhaltung betrifft. Denn es gibt ja grundsätzlich die unterschiedlichsten Menschen. Die einen züchten Kaninchen für die Selbstversorgung. Die sieht man noch ganz oft, gerade in der östlichen Region von Deutschland, weil die das halt so gewohnt sind. Die Kaninchen leben in der Regel in Buchten. Da geht es auch darum, irgendwie effektiv möglichst schnell Fleisch zu gewinnen. Ähnlich wie die Selbstversorger sind die, die nach Pokalen jagen, die halt die richtigen Züchter, die eine bestimmte Rasse oder mehrere Rassen züchten, die damit auf Ausstellungen gehen, um Pokale zu gewinnen. Da leben die Kaninchen in der Regel auch in Buchten und da geht es eigentlich hauptsächlich darum, wirklich die Kaninchen optimal nach den Vorstellungen des Menschen zu züchten. Ja, damit kann ich mich jetzt ehrlich gesagt am wenigsten identifizieren. Allerdings habe ich auch nichts gegen diese Menschen, die das machen. Ja, das ist immer noch besser als die Massentierhaltung, denn auch bei diesen Züchtern werden Kaninchen geschlachtet und das ist ja immer noch irgendwie aus meiner Sicht sinnvoll, wenn man das macht, anstelle irgendwelches Fleisch im Supermarkt zu kaufen. Ja, und die letzte Gruppe, das sind halt diese Kaninchenliebhaber, so bezeichne ich mich ja mittlerweile auch, denn ich habe viele Liebhabertiere und habe mich immer in die Richtung mehr entwickelt, dass die Kaninchen wirklich das Wohl der Kaninchen im Vordergrund steht
und nicht das Wohl des Menschen. Diese drei Gruppen von Menschen haben halt grundsätzlich verschiedene Denkweisen. Bei den Kaninchenliebhabern ist das wohl am extremsten. Da steht halt wirklich das Interesse des Kaninchens richtig an oberster Stelle. Demzufolge handeln die anders als welche, die zum Beispiel Selbstversorgung betreiben möchten, wo halt auch das Finanzielle irgendwo eine Rolle spielt. Jetzt mal speziell auf das Thema Impfen bezogen, weil das ist eins der Hauptthemen, die ich jetzt mit euch kurz klären möchte. Da gab es ja den einen oder anderen, der mich gefragt hat, impfst du deine Kaninchen? Und meine Antwort war darauf, nein. War klar, geschlossene Informationsfrage, gibt es halt ein Ja oder ein Nein. Manche haben mich auch gefragt, warum impfst du deine Kaninchen denn nicht? Das hatte ich auch schon in einem vergangenen Video mal ausführlich erklärt. Diese Erklärung, die Meinung, die ich dazu hatte, die hat sich ja gebildet aufgrund der Erfahrung, die ich bis dahin gesammelt hatte. Denn es gab ja, zumindest bei mir, vor einem Jahr auch schon mal Todesfälle, RHD-Opfer. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so um die 20 Kaninchen und hier draußen im Gehege sind 5 Kaninchen verstorben. Alle anderen haben das überlebt, ohne dass ich da großartig was dagegen unternommen habe. Also weder großartig beachtet, dass ich keine Viren verbreiten könnte oder sonst was. Und ja, und dann habe ich halt bei meinen Nachbarn und bei verschiedenen Leuten auch so festgestellt, dass die auch Verluste hatten und zwar in der Regel mehr als ich. Und die haben geimpft. So, und jetzt war meine Denkweise, Mensch, was bringt denn das überhaupt mit den Impfen? Bringt ja gar nichts, ja. Die haben Geld investiert, haben trotzdem ihre Kaninchen verloren. Irgendwie haut da was nicht hin. Dann hat mich der Sascha, so heißt einer von euch, der ist ein extremer Kaninchenliebhaber, hat mich mal darauf hingewiesen, dass ich mich mal schlau machen sollte, was die Viren überhaupt betrifft, der Ursprung der Viren. Denn er sagte, die sind ja gar nicht von der Natur entstanden oder durch die Natur entstanden, sondern der Mensch hat diese Viren entwickelt, um halt die Kaninchenplagen, die in der Region waren, Herr zu werden. Das Myxomatose-Virus stammt beispielsweise aus Australien. Das Jahr habe ich erst vergessen, ich habe es diese Woche erst noch gelesen, ist schon ein bisschen älter, das gibt es schon seit ein paar Jahrzehnten. Und das RHD-Virus stammt aus China. Man sagt zu diesem RHD-Virus auch China-Seuche. Ja, und beides stecken dann die Menschen dahinter, auch wenn das so offiziell nicht natürlich bekannt gegeben wird. Allerdings, ja, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es wirklich so ist, denn die Menschen sind nun mal so dumm. Gut, das hatte ich euch schon gesagt. Allerdings habe ich dann auch viele Sachen gesagt, gerade im letzten Video, die, ja, ich jetzt mal korrigieren muss. Warum muss ich das jetzt korrigieren? Ja, weil einfach die Information nicht vollständig, beziehungsweise teilweise auch nicht korrekt war. Das liegt wiederum daran, dass ich mich halt schon sehr lange mit diesem Thema gar nicht mehr intensiv beschäftigt habe. Denn mir fehlt halt einfach auch die Zeit teilweise. Jetzt im Nachhinein kann ich zwar sagen, hätte ich nur lieber schon eher mich damit beschäftigt, dann wäre das alles viel, viel klarer. Aber ich habe es nun mal nicht gemacht. Und wenn hätte ich kommt, ist ich habe vorbei. Wenn ihr den Spruch kennt, ich brauche jetzt kein Mitleiden, auch keine Entschuldigungen. Es liegt an mir. Ich habe es einfach nicht gemacht. Zu der Frage, was ich für euch bin, abschließend möchte ich jetzt, deswegen habe ich euch das alles erzählt, sagen, ich bin kein Vorbild, was das betrifft. Und ihr solltet auch grundsätzlich das, was ich sage, nicht unbedingt glauben, sondern lieber die Informationen vielleicht nehmen und recherchieren. Macht euch selber Gedanken drüber. Ihr seid eigenverantwortlich für eure Tiere. Ich bin für meine Tiere verantwortlich. Ihr könnt euch vielleicht ein paar Sachen anhören von mir, aber das muss nicht unbedingt stimmen. Weil ich weiß halt, wie gesagt, auch nicht alles. Deswegen wollte ich das unbedingt jetzt geklärt haben. Jetzt ist das so, dass ich halt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde, weil halt innerhalb der letzten 5 Tage bei mir 12 Kaninchen verstorben sind. Darunter auch Kaninchen, die ich halt schon sehr schade finde, dass die weg sind, wie zum Beispiel Lilifloh oder Fienchen. Die waren gleich am Montag verstorben. Also das Virus hatte sich bei mir in allen Bereichen verbreitet. Wahrscheinlich war ich auch selber dran schuld, weil ich mit der Hygiene nicht so ordentlich umgegangen bin. Ich habe die Tiere auch angefasst gehabt, das habt ihr ja vielleicht mitbekommen. Ja, und dann habe ich sie sogar vergraben. Das war ein Fehler. Aufgrund der Tatsache, dass ich halt von euch ganz viele Zuschriften bekommen habe, sowohl über die Kommentare als auch über meinen WhatsApp und über E-Mail haben mir ganz viele geschrieben und ganz viele haben dasselbe eigentlich geschrieben. Und deswegen habe ich dann auch das gar nicht so sehr überprüfen müssen, weil ich davon ausgehe, wenn so viele dasselbe schreiben, muss das schon stimmen. Allerdings habe ich mir trotzdem die letzte Woche sehr viel Zeit genommen, um halt mich über das Thema Impfen nochmal ausführlich zu informieren. Und ich habe halt sehr viele Sachen gefunden, wo ich sage, das muss ich jetzt euch unbedingt mitteilen. Bevor ich euch das allerdings mitteile, wollte ich noch mal kurz jetzt sagen, wie jetzt meine Vorgehensweise war. Heute ist schon wieder Sonntag übrigens. Ja, ich war Samstag, Sonntag zu Hause. Morgen muss ich wieder auf Montage. Ich habe mich hauptsächlich um die Kaninchen gekümmert. Also die jetzt gestorben sind, die habe ich wieder ausgegraben. Meine Mutter hat sie eingegraben, ich habe sie wieder ausgegraben.
und ich habe ein Feuer gemacht. Was man auf jeden Fall nicht machen sollte, das ist mir jetzt auch klar, Kaninchen mit diesem ARD-Virus eingraben. Ich habe die Information von euch erhalten, dass Kaninchen, die eingegraben werden, dafür sorgen oder beziehungsweise sorgen wir dafür, dass der ARD-Virus in diesem Zustand, also in diesem Kadaver, in diesen Kaninchen dann unter Umständen mehrere Jahre überleben kann. Und durch Würmer oder was auch immer könnte dieser Virus wieder an die Oberfläche geraten. Und das ist natürlich nicht so gut. Die einzige Möglichkeit, wirklich dem Ganzen Herr zu werden, ist halt das Verbrennen. Und das habe ich dann getan. Es war meine erste Handlung am Samstag, dass ich eine Tonne, die ich da hinten stehen habe, bei mir halt mit einen ordentlichen Feuer ausgestattet habe und dann habe ich halt eins nach dem anderen damit ins Feuer gegeben. Allerdings die Tonne hat dann, ja, die hat nicht den Erfolg gebracht, wie ich das wollte. Die waren halt nicht so schnell verbrannt und die Hitze hat auch nicht gereicht. Ich habe dann halt ein offenes Feuer gemacht und der durchaus positive Effekt war, dass ich mein ganzes Gestrüpp, was bei mir hinten gelagert war, das hatte der Tobias vor kurzem von meinen Bäumen alles dahin geschmissen, das habe ich halt gleichzeitig mit verbrannt, also fast alles. Und ja, die ganzen 12 Kaninchen sind jetzt nur noch Asche. Da ist nichts mehr davon übrig. Ich werde es euch nachher noch zeigen, wie das aussieht, wem es interessiert. Und das war meine erste Handlung. Heute habe ich mich den ganzen Tag damit beschäftigt, alles nochmal ordentlich zu reinigen und zu desinfizieren. Dazu habe ich mich auch schlau gemacht, weil man muss auch wissen, dass RHD ist ein Virus und bei den Viren gibt es behüllte und unbehüllte Viren. Das RHD ist ein unbehülltes Virus, hingegen das Myxomatose ein behülltes Virus. Und die Desinfektionsmittel, die gibt es halt einmal nur für Bakterien, dann gibt es halt für die unbehüllt oder für behüllt und die am meisten Geld kosten, sind in der Regel für alles da. So, das hat mir auch der Sascha gesagt, dass ich da aufpassen muss und noch ein paar andere haben das mir auch empfohlen, dass ich da gucken muss, wegen, dass das für die Viren funktioniert. Ich habe mich dann eigenständig schlau gemacht bei Amazon und habe dieses da gekauft. Das ist eine Handdesinfektion. Die ist ja für Bakterien, alles für Viren, unbehüllt, behüllt, ist halt sehr effektiv. Und innerhalb von 30 Sekunden hat man da eine durchaus brauchbare Desinfektion an den Händen. Steht alles hier drauf. Man muss einfach so pumpen. Den Pumper muss man extra kaufen, ja. Ich verlinke das übrigens alles unten in der Beschreibung, falls jemand sowas haben möchte. Das macht auf jeden Fall Sinn, sowas zu Hause zu haben, wenn man gerade draußen war und viel mit Gras und Frischzeug aus der Natur zu tun hatte, kann man sich damit die Hände desinfizieren. Da das natürlich in meinem Fall hinten und vorne nicht reichen würde, wenn ich jetzt beispielsweise die ganzen Stelle auch desinfizieren möchte, habe ich ein weiteres Mittel gekauft. Rhönfried Desinfektion Pro. Das ist eine Dose mit Pulver und ja, da kann man dieses Pulver anmixen. In dem Fall steht sogar drauf, bei RHD-Viren 3%ige Lösung. Man muss sozusagen 30 Gramm von diesem Pulver mit 1 Liter Wasser vermischen. Und das macht man in einer Sprühflasche. Die habe ich jetzt gerade nicht dabei, aber die seht ihr jetzt hier in diesen Aufnahmen, wie ich diese Sprühflasche anwende. Ich habe damit nicht nur alle Behälter behandelt, sondern ich habe dann auch die Stelle, grundsätzlich alle, die ich sauber gemacht habe, in den Bereichen, wo halt gerade der Urin war und so, habe ich die eingesprüht und die Stelle, wo die toten Kaninchen waren, habe ich komplett eingeschwemmt mit dem Zeug. Das muss richtig nass sein und wenn das getrocknet ist, kann man die Kaninchen wieder reinsetzen. Da ich jetzt hier auch die Stelle gemacht habe, wo die Kaninchen sich befinden, habe ich dort das Zeug wieder trocken geruppelt, einfach nur um bestmöglichste Ergebnisse zu erzielen. Das verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Ja, es ist relativ teuer gegenüber anderen, aber hier habe ich halt mich dafür entschieden, weil das wirklich gegen RHD-Viren auch ist. Das war das Einzige, wo da stand, gegen RHD-Viren. So, und jetzt habe ich mich halt schlau gemacht, nochmal im Internet. Eine Auskunft, die muss ich gleich mal korrigieren. Vom letzten Video habe ich euch gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das Virus das RHD-Virus ist. Allerdings gehe ich davon aus, weil ich mich halt schon vorher damit schlau gemacht habe und ich gehe jetzt immer noch davon aus, dass es das Virus ist. Allerdings, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, muss man das Kaninchen einschicken. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vor einem Jahr hatte ich ja diese Todesfälle und diesbezüglich einen Tierarzt kontaktiert, der mir sagte, ich soll das Kaninchen nach Leipzig einschicken, zu irgendeinem Seuchenamt oder ähnlich. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Allerdings ist das recht teuer. Er hat mir etwas von 100 Euro aufwärts erzählt. Ja, diese Information kommt halt von ihm. Ich habe denen das jetzt so abgenommen, weil ich jetzt davon ausgehe, dass ein Tierarzt diese Information ja nicht umsonst preisgibt. Muss er irgendwo herhaben. Auch diesbezüglich habe ich dann Informationen von euch bekommen. Einer hat sogar gesagt, ich habe Halbwissen und verbreite dieses. Ja, kann sein. Allerdings habe ich es ja euch erklärt.
das Halbwissen kommt zustande, teilweise, weil ich halt auch nicht über alles Bescheid weiß und mich nach und nach entwickeln muss. Und auf jeden Fall gibt es ein Friedrich-Löffler-Institut, das ist in Südufer 10, Greifswald, Insel Riems, so heißt die Adresse. Könnt ihr selber mal googeln, wenn ihr das wissen wollt. Und dort kann man Proben, also beispielsweise die Leber des Kaninchen oder auch das ganze Kaninchen, hinsenden. Allerdings muss man da beachten, dass das Kaninchen gekühlt sein muss, also 4 Grad Celsius nicht überschreiten soll. Und wenn man das da hinsendet, zahlt man gar nichts. Also diese Obduktion kostet keinen Cent, nur das Versenden muss man selber bezahlen und dann bekommt man einen eindeutigen Befund, was es ist. Das mache ich jetzt mit meinen Kaninchen nicht, geht auch nicht mehr, ich habe sie alle verbrannt. Ja, heute ist Versonntag, aber ihr hört es im Hintergrund. Hier gibt es immer irgendwelche Idioten, die mit ihrer Vollkrossmaschine Lärm verbreiten. Irgendwann ziehe ich den Typen mal von dem Motorrad runter. Obwohl, ich war ja selber so, als ich jung war, ich bin auch so ein Chaot gewesen. Ja, mit dem Alter wird das halt immer ein bisschen anders. Und das wäre das Erste, was ich klären wollte. Also wer sein Kaninchen einschicken will, der kann das machen, kostenlos. Wie das mit dem Versand, mit den Kühlen funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Da ich das nicht machen will, habe ich mich auch nicht weiter damit beschäftigt. So, dann wollte ich einfach nur wissen, wie sieht es denn überhaupt aus, weil ich wusste, dass es so Statistiken gibt, Tabellen, wo man sehen kann, wo in Deutschland RAD-Fälle auftreten. Und da habe ich halt auch etwas gefunden, mehreres gefunden. Eins habe ich mal ausgedruckt, das ist von www.langurwelt.com. So sieht das aus. Das ist die Deutschlandkarte, unschwer zu erkennen. Und die roten Kaninchen, die zeigen euch die RAD-2-Fälle, die gelben RAD-1 und die blauen, glaube ich. Blau ist Myxomatose. Und das sind nur die Fälle, die auf dieser Seite registriert werden. Die listen halt alle Kontakte auf, die irgendwo sagen, ich hatte den Fall und ich hatte den Fall. Ob das jetzt wirklich stimmt, die Statistik, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sieht man hier die Ballungsgebiete. Also es wird schon irgendwas dran sein und man kann davon ausgehen, dass das auf jeden Fall irgendwo ein Hinweis ist, dass halt dieses RD deutschlandweit vertreten ist. Ballungsgebiet ist auf jeden Fall Ruhrgebiet, alles was so bei Dortmund in der Gegend ist und bis nach Süden geht das. Ja, hier haben manche mich auch angeschrieben und gesagt, in Sachsen gibt es noch gar keine Fälle weiter. Ja, die Karte sagt etwas anderes. Ich wohne hier so in dem Bereich, seht ihr genauso im Ballungsgebiet, da überdecken sich die Kaninchen schon mehrfach. Und ja, ich habe das auch rangezoomt, damit ich sehe, wie es direkt bei mir in der Gegend aussieht. Und da sieht es halt wirklich so aus, wie ich das schon gehört habe. Ringsherum überall RAD-2-Fälle. Die wenigsten sind RAD-1. Myxomatose ist hier gerade mal einer abgebildet. Wobei in Zeit selber gibt es hier nur 2 Kaninchen, die abgebildet sind. Wobei ich hier auch viele kenne, die halt diese Toten haben. Allerdings haben die sich natürlich nicht alle hier auf dieser Seite registriert. Ich selber auch noch nicht. Daher kann man davon ausgehen, dass diese Statistik noch lange nicht das zeigt, was wirklich hier los ist. Das RHD heißt nicht umsonst China-Seuche. Also man kann wirklich von einer Seuche sprechen, auch wenn das offiziell nicht als Seuche anerkannt wurde. Das Grausame dabei ist, wir können vielleicht etwas tun gegen diese Seuche, aber die Wildkaninchen können es nicht. Es ist ein Unding, dass Wildkaninchen, obwohl sie mittlerweile, habe ich auch erfahren, auch der Feldhase, stehen auf der roten Liste, war mir gar nicht so bewusst. Beim Feldhasen wusste ich das, aber beim Wildkaninchen nicht. Trotzdem dürfen die noch beide bejagt werden. Da gibt es halt offiziell noch Monate im Jahr, wo halt die Kaninchen bejagt werden dürfen. Und das, obwohl ständig der Bestand immer mehr zurückgeht, aufgrund der Tatsache, dass die Menschen halt immer mehr Waldroden, Gebiete mit Felder ausstatten und die Lebensbedingungen für die Kaninchen immer schlechter werden. Ja, es ist auf jeden Fall sehr erschreckend, wenn man diese Statistik sieht. Auf dieser Homepage www.langohrwelt.com kann man auch viel dann lesen über diese Kaninchenseuchen. Und da gibt es auch verschiedene Stellungsnahmen von Instituten. Die haben die dort verlinkt. Könnt ihr euch alles selber durchlesen. Und dann beschäftigen die sich halt auch mit Impfmöglichkeiten. Ja, grundsätzlich, das war mir auch noch nicht so klar, gibt es eigentlich 3 Formen des RHD. Denn das RHD1, also wird unterteilt, da gibt es 2 Virenarten, die ähneln sich allerdings so stark, dass da die Impfung die gleichen Erfolge hat. Also man braucht eine Impfung für beide Arten. Für das RAD2 ist das so, dass dieses Virus sich so sehr unterscheidet von dieser Urform RAD1, dass der Ursprungsimpfstoff versagt oder versagen kann. Denn es gibt einen Impfstoff, das war wahrscheinlich der, den die ganzen Leute benutzt haben, die mich darüber unterrichtet haben, dass die ihre Tiere geimpft haben und trotzdem die Kaninchen gestorben sind. Der Impfstoff nennt sich Kunivac und der ist halt schon länger vertreten, made in Germany. Ja, mir wird es langsam kalt am Arsch, deswegen, ja, ich hätte mich nicht auf die Steinplatte setzen sollen, aber ich überstehe das noch. Also dieses Kunivac, das findet man im Internet immer noch
auch unter Anwendung für das RHD2. Für RHD2 empfiehlt der Hersteller, dass man Kunivac impft, ein paar Wochen später, 4 Wochen oder so, nochmal impft. Das nennt man Boostern, also man muss das Kaninchen nochmal impfen in Form einer Boosterung. Und nach 6 Monaten sollte man die Impfung auffrischen. Erfolgsquote laut Beipackzettel, ich habe den mir ausgedruckt, da kann man nämlich lesen, zwischen 83 und 92% Anwendungsgebiet, aktive Immunisierung von Kaninchen ab einem Alter von 4 Wochen gegen die klassischen Stämme, so weiter und so fort, auch gegen RHDV2-Stämme. Und ein Großteil der Tiere wird halt geschützt, 83 bis 92%. Das Ganze ist wahrscheinlich unter Laborbedingungen getestet, wenn überhaupt. Ich weiß es nicht. Man muss den Angaben einfach glauben. Jetzt ist das halt so. Im Internet kann man viel über diesen Impfstoff lesen. Der Vorteil ist auf jeden Fall, der Preis dieses Kunivac kostet nicht die Welt. Das ist halt deutlich unter 5 Euro. Kriegt man das in Verbindung mit Myxomatose-Impfung, zahlt man halt maximal 5 Euro. Zumindest ist das hier in der Region so. Vor einem Jahr war das allerdings fast alternativlos, denn das Kunivac gab es halt nur so auf dem Markt. Und die Variante, die dann aus Frankreich und aus Spanien kam, die war bloß so im Gespräch, dass das halt noch eine Zulassung bedarf. Und im April diesen Jahres, 2017, hat man dieses französische Impfmittel bekommen. Das nennt sich Filavac. Filavac VHD. Und da gibt es auch 2 Varianten. Filavac VHD Variant und dann Filavac VHD KC plus V. So nennt sich das. Habe ich auch so eine Tabelle ausgedruckt. Findet ihr auch bei dieser Seite www.langohrwelt.com. Könnt ihr euch selber durchlesen. Was die Unterschiede sind, will ich jetzt gar nicht so näher drauf eingehen. Auf jeden Fall ist das ein Impfstoff aus Frankreich. Da muss man halt jetzt wieder, also ich bin ja sowieso so ein kleiner Verschwörungstheoretiker. Ich frage mich, ist das jetzt wieder Zufall? Das RHD2-Virus stammt auch aus Frankreich. Es ist dort zuerst entdeckt worden von irgendjemandem und komischerweise hat auch Frankreich diesen passenden Impfstoff parat, der übrigens nahezu alternativlos ist. Es gibt nämlich noch einen weiteren Impfstoff, der nennt sich Cunibravac, RHD-Variant, und der stammt aus Spanien. Dieser Impfstoff ist allerdings nur für Mastkaninchen zugelassen, mit der Begründung, dass es da eh nur darum geht, die Kaninchen ein Jahr am Leben zu lassen und danach werden sie ja geschlachtet. Es wird auch nicht angegeben, dass man dann halt eine Nachimpfung macht. Man sollte halt 2-mal impfen innerhalb von 6 Wochen. Und ab der 4. Woche das erste Mal diesen Impfstoff verabreichen. Kommt für uns alle nicht in Frage, außer für die, die wirklich Selbstversorgung betreiben möchten. Die können darüber nachdenken. Warum ich es jetzt für Selbstversorgungskaninchen nicht machen würde, sage ich gleich. Nein, ich sage es sofort. Es liegt daran, dass in diesen Impfstoffen, egal welchen ihr nehmt, Aluminium drin ist. Aluminium ist auch in menschlichen Impfstoffen drin. Und grundsätzlich weiß man ja mittlerweile, dass Aluminium eigentlich total schädlich ist für den Organismus, für uns Menschen sowieso. Und Aluminium bewirkt auch Alzheimer, beziehungsweise verbindet man Aluminium mit Alzheimer. Also, wir kommen mal zurück zu den Filavac, diesen Impfstoff aus Frankreich. Nach meiner Recherche ist der jetzt deutschlandweit zu haben. Also selbst wenn jemand sagt, mein Tierarzt hat den nicht, dann sucht euch einen anderen Tierarzt. Ebenfalls auf der Seite, wo die Tabelle zu finden ist, www.langohrwelt.com, kann man dann auch diese Medizinsymbole anklicken und dann gehen halt so Felder auf und dann sieht man den Tierarzt, der diesen Impfstoff anbietet. In meinem Fall in Zeitz gibt es einen, den habe ich allerdings 4-mal oder 5-mal angerufen zu verschiedenen Zeiten und nie einen erreicht. Da gibt es auch keine Mailbox. Ich konnte halt einfach nicht mit denen in Kontakt treten. Der Stefanie Neuber hier aus Theißen, die züchtet Kaninchen im großen Stil, habe ich zu verdanken, dass ich doch einen Tierarzt in der Nähe von mir gefunden habe, der dieses Filavac vertreibt. Denn eins sollte man wissen zu diesem Filavac. Also nicht einfach zum Tierarzt gehen und sagen, ich brauche meine Impfung, Filavac habe ich gehört und dann impft er das und danach kriegt ihr die Rechnung, denn ihr werdet staunen, was eine Einzelimpfung kostet. Dieser Tierarzt, den ich hier erreicht habe, der hat mich aufgeklärt über die Einkaufskosten. Ob die jetzt auch stimmen, weiß ich nicht. Er hat es mir halt von sich aus gesagt, ich habe ihn gar nicht danach gefragt. Er hat halt gesagt, eine Einzelimpfdosis bietet er nicht an, denn er würde für diesen Impfsatz, also für so eine einzelne Impfampulle, 18 Euro irgendwas netto bezahlen. Und wenn er noch ein bisschen was dran verdienen will an der Impfung, muss er auf jeden Fall 20 Euro und mehr verlangen. Und das spiegelt auch die Angaben von euch wieder, denn ich habe ganz viele Nachrichten von euch bekommen. Ich habe auch ganz viele von euch gefragt, was habt ihr bezahlt für Einzelimpfungen für Kaninchen? Und da ging es in der Regel ab 25 Euro los, bis teilweise 50 Euro.
Einer hat mir gesagt, sogar 100 Euro. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich sag's euch nur, was ihr gesagt habt. Also unter 25 Euro eine Einzelimpfung habe ich nirgendwo einen gefunden, der das sagte. Dann gab es ein paar, die haben mir gesagt, ja, ich kann meine Kaninchen trotzdem impfen für 6 Euro oder 5, 6, 7 Euro teilweise war das so der Preis. Und zwar mit dem Filavac. Und andere haben mir was von 15 Euro erzählt und ja, das Geheimnis hat sich dann auch schnell gelüftet, denn es gibt diesen Filavac-Impfstoff nicht nur als einzelne Ampullen, sondern als Flasche. Und diese Flasche reicht für 50 Kaninchen. Mein derzeitiger Wissensstand ist das zumindest, also man kann 50 Kaninchen impfen. Allerdings muss man das innerhalb von 2 Stunden tun, denn nach 2 Stunden ist dieser Impfstoff verfallen. Also der hält, wenn man die Flasche aufmacht, 2 Stunden, danach ist er nicht mehr wirkungsvoll. Ja, da muss man halt aufpassen, dass man halt, wenn man so eine Sammelimpfung beispielsweise macht, sage ich gleich was dazu, dass das wirklich innerhalb der 2 Stunden passiert. Sonst hat man das umsonst gespritzt. Ja, was ist jetzt eine Sammelimpfung? Ganz einfach, das gibt es beispielsweise in Vereinen, wo ganz viele Tiere halt geimpft werden müssen. Die tun sich dann zusammen, dann kommt ein Tierarzt zu denen und sagt, hier, jetzt geht's los. Und dann machen die einen Akkord, ein Kaninchen nach dem anderen, wird da gespritzt. Und wenn man den Preis runterrechnet, was diese Flasche kostet, ist der Tierarzt dann bei um die 4 Euro brutto, was dieser Einzelimpfstoff für ein Tier kostet. Demzufolge kann er das dann halt für 6, 7 Euro anbieten pro Tier. Und das ist ein sehr guter Preis. Manche Vereine sind sogar noch preiswerter. Die kriegen das halt dann für 5 Euro oder so. Hatte ich auch einen, der mich gerügt hat, dass ich solche hohen Preise genannt habe. Aber das liegt halt nur daran, dass derjenige halt so ein Verein ist und durch die Beziehung halt mit dem Tierarzt diese Preise erlangen kann. Ja, also wie ihr seht, auch das Filavac kann man für einen erträglichen Preis erhalten. Da ich ja jetzt nun selber gemerkt habe, dass das Impfen definitiv irgendwo Sinn macht und auch funktionieren kann, wenn man den richtigen Impfstoff nimmt. Denn bei Filavac ist es noch so, dass keine Fälle bekannt sind, wo Kaninchen nach dieser Impfung gestorben sind. Zumindest habe ich jetzt nichts gefunden, dass irgendwelche Hater-Kommentare oder irgendwelche bösen Kommentare über das Filavac sind. Im Gegenteil, die meisten, die mir geschrieben haben, haben gesagt, Filavac oder keins. Nun haben die wenigsten von euch, denke ich mal, 50 Kaninchen zu Hause. Und deswegen ist es sinnvoll, sich irgendwo anzuschließen. Das ist jetzt auch ein Aufruf von mir, dass ihr euch einfach schlau macht. Wo gibt es, was weiß ich, Vereine, die vielleicht impfen und einzelne Leute, die mehrere Kaninchen haben, wo ihr euch vielleicht anschließen könnt. Ich persönlich kenne halt außer diese Stefanie Neuber hier in Theißen keinen. Gut, mein Nachbar, den muss ich noch sprechen, der hat aber auch nicht so viele Kaninchen, aber die Stefanie Neuber hat auf jeden Fall an die 50 Kaninchen, wo ich mich anschließen kann. Das werde ich dann auch tun, beziehungsweise habe ich noch einen zweiten Plan. Ich rufe hiermit euch auf, und zwar alle, die jetzt bei mir, sagen wir, im Umkreis von 50 Kilometer wohnen. Ihr sollt mir bitte mitteilen, ob ihr an einer Sammelimpfung interessiert seid. Denn ich wäre bereit, so etwas bei mir auf dem Grundstück ins Leben zu rufen, in regelmäßigen Abständen, je nachdem, wie das Interesse eurerseits ist. Ich stelle mir das Ganze so vor, dass ich halt, wenn ihr mich kontaktiert, eine Liste führe und dann halt aufschreibe, wie viele Kaninchen von wem geimpft werden sollen. Wenn die 50 Kaninchen auf der Liste erreicht sind, kontaktiere ich den Tierarzt, den ich jetzt schon kennengelernt habe durch ein Telefonat. Der ist sehr äußerst sympathisch. Der macht auch einen fairen Preis. Ich habe mir überlegt, mit, sage ich mal, Anfahrtskosten und vielleicht ein bisschen Trinkgeld, den man den auf jeden Fall geben lassen sollte, wäre die Einzelimpfung für 7 Euro möglich, definitiv. Und man könnte das bei mir auf dem Grundstück machen. Also ihr müsst dann halt zu mir kommen mit den Kaninchen, die ihr angemeldet habt. Und dann wird das halt innerhalb von 2 Stunden werden 50 Kaninchen geimpft. Ich trage da allerdings ein kleines Risiko, denn es könnte ja durchaus sein, dass sich jemand mit 10 Kaninchen anmeldet und dann nicht erscheint. Der Tierarzt hat mir gesagt, wenn diese Flasche angebrochen ist, dann muss er diese Flasche in Rechnung stellen. Also die Kosten entstehen so oder so. Ob alle Kaninchen da sind oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Das Risiko ist mir zu hoch. Deswegen würde ich das so machen, wenn jetzt ich sage, wir sind jetzt 50 Leute. Eine Woche später an einem Samstag beispielsweise findet dieser Impftermin statt. Dann müsst ihr bezahlen. Ihr müsst bezahlen per PayPal beispielsweise, um da eine Gewährleistung zu haben, damit ihr auch so ein bisschen Schutz habt. Und sobald ich das Geld da habe, sage ich den Tierarzt Bescheid. Jawohl, es geht los. Und wenn jemand von euch dann zu diesem Termin nicht da ist, Pech gehabt, dann ist das halt trotzdem weg, das Geld, weil der Tierarzt, wie gesagt, bekommt so oder so das Geld. So habe ich mir das vorgestellt und ich brauche jetzt einfach euch. Ich muss wissen, wer von euch ist daran interessiert. Bitte meldet euch. Ich schreibe meine E-Mail hier unten hin über meine Homepage. Die schreibe ich ebenfalls hier unten hin.
könnt ihr mich erreichen über WhatsApp, Handynummer, ist da alles für jedermann einsehbar. Da ich ja Gewerbetreibender bin, muss ich das preisgeben. Und dann sagt mir einfach Bescheid. Ich bin gespannt, wie viele von euch das machen möchten und würde gerne halt auch über diesen Weg meine momentan noch 12 Kaninchen impfen lassen, damit ich dann halt auch zeitnah wieder meine Außengehege in Betrieb setzen kann. Bruno und Sepp, die leben ja noch, die sollen halt nach wie vor draußen herumhoppeln. Das möchte ich allerdings erst wagen, wenn ich wirklich meine Tiere alle geimpft habe. So, das war's eigentlich. Ja, ich habe so viel ausgedruckt, was ich eigentlich alles vorlesen wollte. Am Ende habe ich mir das jetzt alles gemerkt und musste es gar nicht ablesen. Ich wollte euch noch eigentlich ein paar Kommentare von vielen durchlesen, die halt auch Fälle hatten mit Kaninchenverlust. Gerade mit einer, die heißt Victoria, hatte ich ein bisschen intensiver geschrieben. Die wohnt in der Nähe irgendwo bei Halle, also an der Saale wohnt sie, und sie hat mich gefragt, ob ich ein Kaninchen von ihr übernehmen würde. Sie hat nur noch eins und im gesamten Dorf hat keiner mehr Kaninchen, die sind alle gestorben. Das sind mehrere hundert Kaninchen gewesen, die dort halt teilweise auf den Feldern liegen, auch vermischt mit Wildkaninchen, alles durcheinander. Ja, weil die Leute sind alle verzweifelt, wussten über das, was ich jetzt gesagt habe, wahrscheinlich auch nicht Bescheid. Und deswegen hat da keiner Vorkehrungen getroffen, dass das nicht passiert, und die sind auch nicht mehr gewillt, neue Kaninchen zu halten, weil das ist bei vielen, gerade älteren Menschen so, die sehen dann keinen Sinn mehr drin. Die sagen, nee, das will ich nicht nochmal haben. Das ist ja so eine Seuche in den Kaninchenstall. Vernichtet in der Regel alle Tiere. Bei mir ist das jetzt ein Wunder, dass so viele Tiere noch leben, und ich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Bis auf ein paar Einzelfälle. Da habe ich euch nämlich auch ein paar Falschinformationen gegeben. Ich sagte ja, meine Kaninchen sind alle nicht geimpft. Stimmt nicht. Der Apollo beispielsweise ist Filavac geimpft. Ich habe die ursprüngliche Eigentümerin nochmal gefragt. Sie sagte, ja, Filavac, sie hat damals 30 Euro bezahlt. Ich sie gefragt, ja, wieso hast du mir das dann bloß für 35 Euro verkauft? Und sie sagte, dass ihr der Preis nicht bewusst war. Sie ist halt später zum Tierarzt gegangen, und vorher hat sie mir den Preis genannt von 35 Euro. Und später hat sie dann erstmal gemerkt, dass das ja 30 Euro kostet, so eine Einzelimpfung bei ihr. Glück im Unglück für mich, dass halt ich das Kaninchen erstens für 35 Euro bekommen habe und zweitens jetzt theoretisch der Schutz aktiv sein sollte. Des Weiteren, diese Information ist noch extrem wichtig. Also da war ich ja richtig erstaunt, als ich das gelesen habe. Das hat mir eine, den Namen habe ich vergessen, per WhatsApp zugeschickt, ein Tierarztprospekt. Und da stand drin, dass Jungtiere bis zu 8 Wochen Alter in der Regel immun sind von Natur aus, also die können nicht durch das RAD sterben, die werden auch gar nicht angesteckt. Da ist das Immunsystem so stark, dass das RAD-Virus keinen Schaden anrichten kann, und die überleben unbeschadet. Den merkt man das noch nicht mal an, dass sie das RAD-Virus in sich tragen. Und das ist ja bei mir passiert. Ich hatte letztes Jahr 3 Kaninchen, das war der Hilderich, die Rapunzel und die Laura. Die waren gerade so 8 Wochen alt, also kurz vor 8 Wochen. Und die waren hier mit in diesem Außengehege, wo die 5 Todesfälle innerhalb von 2 Tagen waren. Und nur die 3 haben hier überlebt. Unbeschadet. Da habe ich keine Symptome, nichts erkannt. Ich gehe jetzt davon aus, zu 100%iger Wahrscheinlichkeit, dass die mit dem Virus in Kontakt getreten sind. Denn das Coole an der ganzen Sache ist, so zumindest das, was in diesem Prospekt stand, Kaninchen, die bis zu 8 Wochen alt sind und mit diesem Virus in Kontakt treten, sind lebenslang immun gegen diesen Virus. Da habe ich jetzt mal weitergesponnen und folgenden Gedanken, also innerlich gehabt. Ich habe mich gefragt, wäre es denn möglich, diesen Virus vielleicht zu halten, also im Kühlschrank oder so? Und immer wenn man junge Kaninchen bekommt, konfrontiert man die mit diesem Virus, und ja, dann sind die halt lebenslang immun. Man muss nie wieder impfen. Allerdings, ich glaube, die Sache werde ich nicht weiter verfolgen, weil das ist einfach zu riskant, dass der Virus vielleicht außer Kontrolle gerät. Aber rein theoretisch wäre es wahrscheinlich möglich. Wenn mein Hilderich, er lebt ja noch, und meine Rapunzel die ganze Sache unbeschadet überstehen, könnte es durchaus wahrscheinlich sein, dass daran was stimmt. Bei meiner hellen Großsilber, die habe ich schon meinen Nachbarn bekommen, muss ich mich noch schlau machen, ob er sie geimpft hatte. Ich gehe davon aus, ja. Ich weiß aber nicht, mit welchem Wirkstoff. Denn sie lebt auch. Und die 3 Schlachtkaninchen, die ich jetzt noch hier habe, sind definitiv nicht geimpft. Die Geschwister von denen sind ja auch gestorben. Also warum die jetzt noch leben, weiß ich nicht. Genauso Schnurps, der ist vielleicht ein bisschen isoliert, könnte man da erklären. Im Gehege ist der weiße Schneeball, der Junior, den ich Dumbledore umtaufen wollte, der war der erste, der gestorben ist. Und das Schlachtkaninchen nebenan von Bruno, das zweite Kaninchen. Ja, die anderen sind auch nicht geimpft, bis auf Apollo, und deswegen keine Ahnung. Der Teddy übrigens, das ist auch ein herber Verlust, der war, glaube ich, geimpft, allerdings nur einmal, und das war höchstens Kunivac. Ich glaube, er war geimpft. Ich bin mir da auch nicht mehr sicher. Die Eigentümerin hat das gesagt, glaube ich. Und der hatte gelitten. Also Kunivac geimpfte Kaninchen bekommen in der Regel die Symptome. Fieber, und die werden halt krank, aber überleben das Ganze.
Und bei dem war es halt so, der hat 2 Tage nichts mehr gefressen und sah halt auch nicht gut aus. Und der ist dann halt auch letztlich verstorben. Zu guter Letzt möchte ich euch noch sagen, ihr seht, das ist heute nur ein Labervideo und na gut, muss auch mal sein. Ich möchte euch jetzt noch sagen, wie es bei mir weitergeht, weil viele wollen das vielleicht wissen und interessiert das Ganze. Dieses Gehege, wo ich jetzt gerade sitze, ich sage mal Hundezwinger dazu, weil das ist eigentlich nur ein Provisorium, werde ich wahrscheinlich aufgeben. Ich werde das Ganze mit der Kaninchenzüchtung überdenken oder beziehungsweise habe ich es schon überdacht. Diese ursprüngliche Idee der Schlachtkaninchen, das werde ich extrem einschränken. Wenn überhaupt, mache ich das nur noch für mich. Ich werde das nicht mehr nach außen hin anbieten und werde die Schlachtkaninchen wirklich versuchen, irgendwie ein bisschen isoliert zu den anderen Kaninchen zu halten. Die werde ich trotzdem wahrscheinlich nicht impfen, weil ich einfach dieses Aluminium nicht im Fleisch haben möchte. Inwieweit ich das mit der Idee oder mit den Grundgedanken Selbstversorgung bei den Kaninchen noch weiter verfolge, das steht noch nicht ganz fest. Auf jeden Fall habe ich vor, ein neues Gehege zu bauen. Das war sowieso im Programm. Die Kaninchenvilla, die da hinten steht, die ist ja jetzt leer. Die wird alles demontiert, also die Villa an sich nicht, sondern das Gehege wird demontiert. Die Villa wird halt sauber gemacht, nochmal etwas auf Vordermann gebracht, alles desinfiziert mit diesem Mittel. Und dann steht die erstmal ein halbes Jahr rum, bis der Daniel sie nächstes Jahr dann zu sich holt. Bis dahin ist der Virus längst über alle Berge. Der wird wahrscheinlich schon nach der Desinfektion nicht mehr da sein. Und in diesem Bereich baue ich ein neues Gehege hin, ähnlich wie bei der Alina, vielleicht ein Tick größer und auch eine neue Villa wird dort stehen. Und das ist dann halt aufgrund der Größe, weil das noch größer ist, wahrscheinlich mein einziges Gehege, was ich dann halt benutzen werde. Die Kaninchen, die hier sind, kommen dann da rein und Bruno, Sepp, wenn die überleben sollten, weil das noch nicht sicher ist, ja, das ist ja jetzt erst ganz frisch noch, die sind dann halt mit draußen bei den Ziegen. Und wenn ich dann filme, bin ich dann halt immer nur bei dem Gehege da hinten. Und das, was jetzt hier zu sehen ist, werde ich dann wahrscheinlich als Hühnergehege umfunktionieren. So habe ich insgesamt mehr Platz bei mir auf dem Grundstück, denn ich habe mir schon überlegt, das wird alles zu eng. Ich habe hier hinten auf der Wiese ist eigentlich nicht so viel Platz. Und wenn ich da jetzt hier ein Kaninchengehege, da hinten eins und dazwischen noch Ziegengehege und Hühnergehege, habe ich gar keine Wiese mehr. Ja, ich wollte eigentlich irgendwann mal wieder einen Pool dahin bauen, deswegen dieser Umdenkprozess. Ich habe mit Sicherheit noch ein paar Dinge vergessen, die ich euch sagen wollte, aber das Wesentliche habe ich euch gesagt. Und in diesem Sinne werde ich mich jetzt verabschieden. Ich muss heute schon wieder auf Montage, habe ich ja gesagt. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für irgendwelche Projekte. Auch das Ganze, was ich jetzt noch bauen muss, das verschiebt sich jetzt wieder eine Woche und dann bin ich 2 Wochen zu Hause, werde dann halt die Gehege weiterbauen. Immer meine Hände desinfizieren mit diesem Mittel, damit ich auch ja nicht irgendwo ein Virus an mir habe und dann vielleicht, was weiß ich, bei mir in der Werkstatt habe. Ich persönlich denke zwar nicht, dass das so extrem ist, weil im Internet findet man dazu, das wollte ich hier noch sagen, das ist das, was mir noch einfällt, findet man dazu die reinsten Horrorszenarien. Also ich habe da auch eine Seite gefunden, da stand drin, wie man halt grundsätzlich heutzutage Kaninchen halten sollte. Dann habe ich dort angefangen zu lesen und habe dann nach einer Weile abgebrochen, weil ich dachte mir, geht's noch? Also irgendwo hört es dann auch auf, aus meiner Sicht, das ist wieder meine persönliche Meinung, weil die haben so gesagt, man muss halt wie so eine Schleuse auch teilweise, wenn man nach Hause geht, im Flur, wenn da Gäste kommen, die muss man am besten so mit Desinfektionsmittel ansprühen, die Schuhe und sowas alles, damit ja nichts in die Wohnung kommt. Ja, das Ganze natürlich trotz, dass die Kaninchen gegen das Virus mit Vielerwag geimpft sind. Und dann sollte man halt niemals von draußen irgendwelches Grünfutter füttern, sondern immer nur aus dem Laden Gemüse kaufen und das auch nochmal intensiv waschen und so weiter und so fort. Und das finde ich extrem übertrieben, weil was hat das noch mit artgerechter Kaninchenhaltung zu tun? Das ist ja, geht ja weit an dem vorbei. Und daher habe ich das dann aufgehört zu lesen. Kann jeder machen, wie er will. Ich persönlich werde, wenn die Kaninchen geimpft sind, weiterhin das Futter auch von der Wiese holen. Und ja, das ist einfach meine Denkweise. Ich möchte, dass die Kaninchen artgerecht leben und dazu gehört Frischfutter von der Wiese, so wie sie das in der Natur gewohnt wären. Also Wildkaninchen fressen ja auch nicht nur den ganzen Tag irgendwelches Gemüsezeug und Heu. Heu ist eh eigentlich nur ein Ergänzungsprodukt, denn kein Kaninchen in der Natur frisst den ganzen Tag Heu oder viel Heu. Die fressen hauptsächlich Blättriges von der Wiese und das möchte ich meinen Kaninchen auch so bieten, denn alles andere wäre nicht artgerecht. Jetzt bin ich aber tatsächlich am Ende des Videos angelangt und demzufolge sage ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Jörg.